Ja, ich habe in Hietzing also an zwei Nachmittagen Vorträge über den Ring des Nibelungen gehalten. Ich habe mich bemüht, dieses Riesenwerk kurz zu erläutern, die nicht einfache Handlung zu erzählen. Und dazu haben wir Musikbeispiele gemacht. Für mich ist der Ring also seit Jahrzehnten etwas ganz Besonderes. Ich habe unzählige Aufführungen, Einzelaufführungen und auch zyklische Aufführungen gehört, kenne es sehr gut und liebe es sehr.